Jo, da sind wir wieder bei One Piece Unlimited Cruise 2. Und weiterhin. Ja, du wirst die ganze erste Insel über bei uns bleiben. Yes. Ich bin einfach mal so der Schnorrer, der immer dabei ist. So, packen wir jetzt mal die Angel ganz weit weg. Die brauche ich nicht. Jetzt muss ich überlegen, wie hatte ich das denn im anderen? Vorigen. Hier. Ja. Gut, und unten brauche ich den Staubsauger dann nur noch. Dann ist alles wieder so wie gehabt. Wir haben jetzt eben schon mal gesehen, ich brauche Pistole auf 10 mindestens. Die Kugel reicht nur bis Level 8. Und irgendwann lernen wir halt neue Attacken. Ach, ich mag die Schlammpuppen. Die sind so schön einfach. Oh. Kakteenoase. Und ganz viele Gegner. Die ich nicht treffe. Oh, Piraten. Ah, das ist der Typ, der die blaue Frucht geben kann. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Und erstmal schwäche ich ihn nochmal mit der Pistole. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber gut, er ist gestorben. Blaufrucht erhalten. Yay, schön. Und bei dem hat es komischerweise, haben die zwei Schläge komischerweise gereicht. Alle anderen sind davor nicht so einfach gestorben. Ich glaub, vorher haben wir auch ein paar Eisenschrott-Dinger gekriegt. So, die Pistole schon mal auf 6. Wie ich einfach nichts treffe mit der Kugel, weil einfach ständig nach vorne geht und dann einfach durchläuft. Das fand ich bei Brook seiner Sprintattacke im ersten, fand ich das so schlimm. Ja gut, wenn man da früh genug die Attacke einsetzt, dann trifft er noch damit. Ja, weil ich fand es trotzdem schrecklich. Also auf jeden Fall muss ich sagen, gibt es einige Attacken, die sind wirklich dumm zu leveln. Weil die einfach nur so unpraktisch sind. Genau halt wie die Kugel hier jetzt eben. Schön, dass die alle mit der ersten Attacke sterben, gar nicht erst mit der zweiten drauf. Scheiß drauf. So, wir machen die einfache Methode. Au, ich laufe gegen einen Kaktus. Au, ich laufe gegen einen Kaktus. Ruffy würde es zutrauen, muss ich sagen. Ja. Oh, ein Kaktus. Au, ich laufe gegen einen Kaktus. Au, ich laufe gegen einen Kaktus. Gut, was haben wir denn noch hier alles? Ich glaube, sonst gibt es hier nicht so viel. Da vorne ist auch irgendwas riesiges, lilanes, schwarzes. Ganz weit in der Ferne. Na dann, hinsprinten! Wo ist denn ein Gegner? Ach, da! Und da hinten sehe ich noch einen Kaktus und eine Oase. Boom. Ja, das hat gut getroffen. Der hat mich gerade geköpft, theoretisch. Gerade noch einmal. Ich habe jetzt schon zwei Köpfe verloren. Bann. So. Wenn ich nicht auf euch gezielt habe, seid trotzdem tot. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Gegner, die können ja auch noch was, irgendwas Bestimmtes geben, glaube ich. Also nicht diese Alabaster-Soldaten, sondern... ja. Warum auch immer ich jetzt plötzlich die Gegner unter mir getroffen habe. So. Nochmal ein bisschen Eisenschrott. Geben die auch gar keine Heilkräuter mehr? Anscheinend nicht. Okay. Auch irgendwie doof. Oh, guck mal, da oben siehst du es. Erster Boss. Und noch mehr Piraten und oh. Hast du auch gehasst, dass diese Säbelpiraten aus dem Ding immer aus dem Boden in dich reingesprungen sind mit ihrem Säbel voraus? Oh ja. Oh. Du willst gerade einfach irgendwo entlanglaufen. Boom, springen 30 Piraten aus dem Boden. Die Eisinsel hab ich sowieso nicht so gemocht. Ja, das war ziemlich nervig mit diesen Piraten. Ja, nicht nur die Piraten, auch dass deine SP sich nicht regeneriert haben und... Gerade gegen Barpol war das eklig. Stirb mal eben. Heil mich, danke. Ah, du bist ja noch da. Knackte ich von dir auch noch was? Ja. So, hier am besten nicht reinfallen, denn da sind... Moment. Kannst du ja zeigen. Ja. Was zur... Was ist das bitte? Ein Sandkäfer. Nee, wie heißen die? Ameisenlöwe. Gab's die in der Serie? Weich aus! Aber die kann man auch kaputt machen. Geben die was? Geben was, ja. Harte Schale. Oh, schön. Für irgendwas kann man das benutzen. Ich weiß nicht mehr für was, aber für irgendwas kann man das benutzen. Musst du jetzt gar nicht mehr füttern, Gabriel? Kann ich noch nicht. Ich war ja noch nicht bei der ersten Station da. Ah, aber später sind schon noch drauf. Genau, ja, das kommt ja nachher noch alles. Okay. Deswegen sammle ich auch gerade gut auch das
Ding ins Fleisch. Kaktusfleisch. Weil ich glaube, das braucht man. Boah. Das braucht man ganz viel. So, ach Mann. Ich will immer kurz davor ausweichen, aber irgendwie krieg ich das nicht hin. Ja. Moha. So geht das. Gut. So, noch ein paar harten Schalen gesammelt. Heil mich. Danke. Ist nicht noch ein anderer rausgeflogen und gestorben? Hier sind auch ganz viele nervige. Ja, die Piraten haben mich echt genervt. Also ich muss sagen, das Loch hier ist noch viel nerviger als die ganzen Piraten. So. Das erinnert mich irgendwie an Secret of Mana. Und kommt her. Und stirbt. So, irgendwo ist jetzt einer gestorben. Da. Der hat mich geheilt und da oben noch einer. So, wieso erinnert dich das an Secret of Mana? Kennst nicht, wenn du in die. Nach El Oasis gehst, sind doch auch lauter. Ah. So Sandgruben, wo diese Spinnen rauskommen, die man mit Schlammbomben angreifen. Ah ja, diese schönen Spinnen. Hallo? Ja. Also man merkt auf jeden Fall, dass es nicht gerade eine normale Schwierigkeitsgrad ist, weil die Gegner halten sehr viel mehr aus. Wenn man das jetzt mal im Vergleich einfach nur ganz normal auf normal spielen würde, würden das nicht so viel. So, jetzt komm mal. Ja, du kannst ja auch deine Attacken auf Level 10 trainieren. Na, ich glaube, das ist doch eher normal, dass man Level 10 ist. Ich glaube, das einzige Unterschied, wow, zu dem normalen Normalmodus ist einfach nur, dass man, dass die Gegner mehr aushalten, aber dass du dafür halt deine, ja, komm raus, ha, dass du halt dafür deine verbessert, deine erhöhten HP und TP hast. Okay. Oder TP und SP. Hast du dann, wenn du normalerweise dieses Spiel startest, auch deine normalen Attacken gleich alle? Nee, hast gar nichts. Ah, okay. Wenn du es ohne irgendwas startest. Das wollte ich jetzt eigentlich nachgucken, genau. Hier, können wir mal sehen. Wir haben hier noch ein paar Kuvagata, die Bittergras, Kaktus, Fruchtfleisch, die Blume, die Gummifrucht, die blaue Frucht und die harten Schalen und Eisenschrott. Oh, das wenigstens etwas. Entwicklung, wo war das denn, wo man das braucht, diese harten Schalen? Da, bei dem hier, was auch immer das ist. Hochwertiges Eisenerz und dünner, biegsamer Bambus. Was könnte man daraus machen? Aus einem Bambus, aus Eisenerz und einer harten Schale. Eine Schleuder? Fast. Ein Hammer, wohl eher. Das könnte hinhauen. Ja, ein Hammer mit einem biegsamen Bambus? Auch wieder was. Da brauchst du doch eher einen festen Bambus. So, Gungun Pistole Level 7 schon mal. Ja, wieder wundervoll getroffen mit dem zweiten Schlag. Ah, das war schön. Moment, hol dich erstmal weg. Geh mal weg. Da machen hier manchmal wirklich schöne Geräusche. Oh, ich weiß ja leider nicht. Ja. Ich komme da extra mit meiner Super-Attacke an und ich treffe ihn nur ein einziges Mal und der ist weg. Hier, die Dinger sind auch interessant. Die heilen dich. Wenn du drauf haust. Echt? Cool. Hier, warte mal. Die Dinger hauen ein paar Sachen raus. Cool. Das ist natürlich nicht unendlich mal, aber wenn man das ein paar Mal macht, dann halte ich das Ding halt noch eine Zeit lang. Das ist ja nice. Mhm. Praktisch, muss ich sagen. So, und jetzt kommt halt wieder ein schöner, langer Kampf. Gegen ganz viele Gegner. Barock. Noch mehr Alabaster-Soldaten. Nein, Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Schaut euch die Tattoos an den Arm an. Das sind Agenten der Barock-Firma. Vorsicht! So einfach täuscht ihr mich nicht. Ich werde euch erledigen. Ja. Ach, jetzt wird erst einem angezeigt, wie man anvisiert. Schön. Ja. Als ob das im Spiel bisher unnötig war. So. Oh, cool, ich habe irgendwas gelernt. Erhöht, E? Was ist ein E? Schock und schlagfertig. Elektroschock? Oder Elastik? Elastikschock. Und Schlagverteidigung. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich Ballon jetzt auf Level 6. So, heilen wir uns erstmal hier ein bisschen. Bam. Joa, was? Wer greift mich da an? Ah, ihr seid das hier mit der Pistole. Sind die Barock-Agenten stärker? Ich glaube, die mit der Pistole sind ein kleines bisschen stärker. Oder haben die alle Pistolen? Aua. Sag mal, wer zum Teufel schießt mich hier die ganze Zeit an? Du.
So, der hat gerade eine volle Kanone abbekommen. Oh, ja, genau, die geben Zwieback. Oh, okay. Ist das nicht das, was... Ey, cool, ich habe direkt eine Karte gefunden. Schön. Und ich weiß auch, wo der Schatz ist. Der ist hier ganz in deinem... Upsala. Okay, ja. Your second. Ich wollte eigentlich laufen, aber... Ja, jetzt können wir das eben zeigen. Machen wir das eben schnell wieder weg. Ich verliere zwar dadurch die Hälfte meiner HP, aber... TP. Ach, in jedem Spiel ist das echt anders, ne? Wie die Kraftpunkte oder so extra Skillpunkte und sowas heißen. Richtig. Manchmal ist es Magiepunkte, manchmal SP für Special Points? Skill Points, würde ich ja sagen. Oder Skill Points? Oh, und du bist Chibi. Hm. Ist jemand verletzt? Wenn ja, benutzt Medizin, um euch zu heilen, okay? Schön, dass ich keine Medizin habe. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Komm mal, komm mal. Bis dahin. Ist es schon mal aufgefallen, die Kokosnüsse, die es im ersten Teil gibt, ne? Ja. Dass sie dir deine kompletten SP abziehen. Was? Hier, achte mal drauf, auf mein SP. Moment. Guck mal nach vorne, du Idiot. Hast du gesehen? What the fuck? Ist das nie aufgefallen im ersten Teil? Nein. Dass sie dir den kompletten SP abziehen? Mir ist aber auch ehrlich gesagt nie eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. So, jetzt irgendwo hier ist ein Schatz, von dem ich gerade die Schatzkarte bekommen habe. Irgendwo um diesen Stein herum, glaube ich. Von was habe ich überhaupt die Schatzkarte bekommen? Ach, von den Schlammpuppen. Ja. Man sieht sehr viel drauf. Plan für eine robuste Falle. Ah, hier steht sogar drauf, was das drin ist. So, jetzt muss ich überlegen. Irgendwo... Hier um das Ding herum auf jeden Fall. Ich meine, irgendwo näher dran. Guck, guck. Falle? Ja. Nicht Falle. Schatz? Ach, scheiß drauf, ich suche danach, wenn ich mehr habe. Ja, es gibt ja noch ein paar Schlammpuppen. Hm? Ah, da haben wir doch direkt mal ein Tierchen. Boah, ich bin da zu schnell dahin gelaufen. Der Dr. Hornisse, oder ist das? Ja. Was? Warum hau... Boah! Du dummer Ruffy, du sollst dich so rumhauen. Die dumme Remote. So, was haben wir denn noch? Ein Bitterglas. Ich will mal einen Staubsauger haben, mit dem würde das Rasenmähen hier viel einfacher gehen. So, ich glaube, da waren noch Karotten. Funktioniert das? Verwelkte Karotten. Was denn? Mit dem Staubsauger Gräser umschmeißen? Ja. Wow. Okay, wusste ich gar nicht. Wo haben wir denn die? Bam. Kokosnuss. Irgendwas übersehen. Ah, da vorne ist ein Angelplatz direkt auch. Wollen wir müssen angeln? So viel Respekt. Ja. Oh, Moment. Komm, wie lange haben wir denn noch? 2 Minuten. 2 Minuten. Kann man versuchen, einmal zu angeln. Ja, doch, müsste noch gehen mit der Angel. Ja, immerhin halb voll. Guck mal, da hat direkt... Ja, da hat direkt was angebissen. Was mache ich? Ich ziehe nicht ein. Los, beiß an, beiß an, beiß an. Irgendwas. Bitte keine Smiley-Qualle. Irgendwas. Nur keine Smiley-Qualle. Und auch nicht das. Und das auch nicht. Und am besten... Okay, es darf auch eine Smiley-Qualle sein. Am besten irgendwas mit Königs im Namen. Natürlich, jetzt beißt er direkt an, nachdem ich das sage. Boah, ich muss sagen, die Energie geht doch recht schnell runter. Also doch nicht keine Seekönigin-Angel. Nee, das ist ja noch die Angel davor, das ist ja die zweite. So, komm, komm. Falsche Richtung. Achtest du auf den Fisch, wenn du angelst, oder drehst du einfach in irgendeine Richtung? Hey! Ich achte eigentlich auf den Fisch. Im Moment achte ich jetzt gerade nur auf deine Energieanzeige. Okay, was haben wir? Oh, eine Salamandalraune direkt hier. Nicht schlecht. Ja, na gut. Haben wir was Schönes geangelt? Was sagen? Ist das für das Wiederbelebungspulver? Ja, ich weiß schon, dass man die dafür braucht, aber... Außer das hat sich geändert, Moment. Weil einige Anleitungen haben sich auch geändert. Okay, die braucht man doch immer noch, aber dafür 2 andere Sachen. Okay. Na gut, sag mal, dann machen wir erstmal einen Schnitt und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss.